Hi, ich begrüße euch herzlich bei Tinchen TV. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Projekt für die Challenge mit der lieben Tanja von Dacrela Do It Yourself. Ich habe mir hier verschiedene Papiere rausgesucht, die sie mir mitgeschickt hat. Und zwar diese hier. Die brauchen wir wahrscheinlich nicht alle. Aber die habe ich mir schon mal rausgesucht. Hier mit dem Holz und dem Kork und die anderen mit den Blümchen. Und von den 10 Streichholzschachteln, die sie mir geschickt hat, habe ich mir 8 ausgesucht. Dazu nehme ich meine Gothic Purple von Stazzon und den Posca-Stift von ihr, der nämlich auch in diesem Lila-Ton ist. Und deshalb habe ich auch die Stempelfarbe dazu gewählt. Und wir machen Folgendes. Wir nehmen unsere erste Streichholzschachtel. Also ich zeige euch das jetzt an einer. Und dann färben wir mit unserer Stempelfarbe die Ecken ein. Denn wir möchten die Ecken nachher nicht weiß haben. Auf die Vorderseite kommt Motivpapier. Und das habe ich schon mal ausgerechnet, beziehungsweise gemessen. Das wird 3,5 mal 1,3 cm sein. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und zwar hier. Für die Blenden brauchen wir diese kleinen Papiere, die ich mir hier aus dem zurechtschneiden werde und dann kleben wir das da vorne drauf. Das lasse ich jetzt mal trocknen. Und schneide mir die Papiere zurecht und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich zeige euch das jetzt an einer, sonst wäre das für euch zu öd. Also das ist jetzt trocken. Hier ist mein Papier. Das habe ich auch distressed mit der Gothic Purple. Und dann brauchen wir ein bisschen Kleber. Den machen wir hier drauf. Nur auf die Vorderseite. Und kleben das Papier auf. So. Und überall, wo es jetzt hier noch weiß ist, weil wir da mit der Stempelfarbe nicht hingekommen sind, da brauchen wir jetzt unseren Posca-Stift. Ihr könnt da auch einen anderen Permanentmarker oder irgendwas nehmen. Das ist total egal. So. Und wo wir den auch noch brauchen, ist hier bei unserem Rand. Damit der auch in dieser Farbe ist. Das machen wir jetzt bei allen Schachteln so und dann kleben wir sie zusammen. So, von vorne sind sie jetzt schön einheitlich. Also das Papier hatte ja verschiedene Schattierungen. Das macht aber nichts. Dann ist es nicht so langweilig. Ist also alles von demselben Bogen. Und für innen habe ich mir gemessen knappe 5. Also ist genau 5, aber es muss reinpassen. Also so 4,8 mal 3,3. Und da bekleben wir nur den Boden. Weil die Seitenteile, das wäre eigentlich unnötig.
Könnt ihr machen, wenn euch das besser gefällt, aber ich mache es jetzt nur auf dem Boden. Die Stücke habe ich mir wieder zurechtgeschnitten und an den Seiten distressed. Und die werden einfach auf den Boden geklebt. Ich mache den Kleber diesmal auf das Papierstück und pflanze das hier rein. Und das mache ich jetzt auch wieder mit allen. Ich habe 8 genommen, weil ich nicht möchte, dass dieses ganze Objekt nachher zu hoch wird. Ihr könnt aber auch genauso gut 10 nehmen oder 6, wenn ihr sowas mal nachmachen wollt, wie es euch besser gefällt. Also ich mache das jetzt hier nur auf den Boden. Ihr könnt auch innen drin dekorieren. Das lasse ich jetzt mal weg. Kleben wir die jetzt alle rein und dann fügen wir sie zusammen und verkleiden sie mit den anderen Papieren noch. So, zusammenkleben tue ich sie immer so, dass ich 2 erstmal zusammen mache. Natürlich soll die bemalte Seite vorne sein oder alle in eine Richtung zumindest, wenn es geht. Sonst müsst ihr nachbessern. So. Und dann alle übereinander. Und gucken, dass es gleichmäßig ist. Also nach Möglichkeit sollte es nicht schief sein. Und wenn ihr lauter passende Streichholzschachteln habt, dann wird es hoffentlich auch nicht passieren. Oder so wie mir es jetzt hier passiert ist, dass ich eine falsche Seite nach vorne gemacht habe. Während ich euch noch erzähle, macht es ja nicht falsch, mache ich es falsch. So rum. So, also alle Kanten und alle die Schubladen könnt ihr jetzt, solange ihr in dem Stadium seid, noch ändern. Aber die angemalten Kanten sollten schon vorne sein. So. Und alles, was jetzt hier zwischendrin noch weiß ist, das mache ich auch noch mit dem Posca. Ihr werdet schon ahnen, was es gibt, schätze ich mal. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen trocknen noch. Dann messen wir uns die Seiten aus. Und zwar, da ich für die Seiten wegen der Stabilität Graupappe brauche, die bei der Tanja aber nicht im Paket war, nehme ich einfach hier diesen schönen Block, der dabei war, und klau dem hier seine Graupappe. Und die schneide ich mir zurecht und hoffe, sie wird reichen. Und zwar brauche ich 2 Stücke für die Seiten. Die sind 6,4 mal 5,2. 6,4 mal 5,2. 2 mal 6,4 mal 5,2. Und für den Rücken bräuchten wir
7,7, nein, 7,6, 7,6 mal 7,6 mal 7,6. Kann das sein? Nee. 7,6 mal 6,6. Einmal 7,6 mal 6,6. Jetzt gucke ich mal, ob meine Graupappe reicht. Wenn ihr die beiden Seitenteile angeklebt habt, müsst ihr nochmal messen. Das ist das gleiche Problem wie bei den Boxen. Ihr habt ja jetzt die Graupappe daneben noch mehr. Also jetzt schauen wir mal. Und ihr müsst die Schubladen rausziehen, damit ihr die nicht aus Versehen hinten an die Rückwand klebt. Also, das sind jetzt 7,8. 7,8. Genau, 7,8 mal 6,6. Also 6,6 mal 7,8. Also das Stück hinten von dem Block hat gereicht. Das klebe ich mir jetzt noch hier drauf. Das reicht zum Stabilisieren, damit wir nicht nur Papier haben. So, ich sag noch, macht die Schubladen raus, damit ihr sie nicht festklebt. Und was macht es hier? Es lässt die Schubladen drin. So, alle raus. So, und jetzt die Rückwand kleben. Da ihr jetzt nur die Stege habt, auf die ihr kleben könnt, ist das natürlich nicht das stabilste der Welt. Aber wenn ihr ein bisschen Klebeband oder Washi da habt oder von dem Nassklebeband, dann könnt ihr das hier an den Seiten noch anwenden. So wie wir es bei den Boxen immer machen, um das Ganze noch ein bisschen zu verbinden und zu stabilisieren. Das würde ich euch raten. Das Nassklebeband war jetzt zwar nicht in meinem Paket, aber ich würde das als Hilfsmittel ansehen, so wie Kleber zum Beispiel. Also werde ich mir da jetzt ein bisschen holen und werde mir das stabilisieren hier außen. Und dann kommen die Schubladen wieder rein. Und dann brauchen wir für oben auch noch eins. Das reicht jetzt nicht mehr. Dann machen wir oben nur Papier drauf. Wir wollen ja nicht zu sehr schummeln. So, ich mache das jetzt hier alles noch mit Nassklebeband und dann kommt das Papier. So, jetzt habe ich das mit Nassklebeband gemacht. Wie ihr das von den anderen Boxen auch kennt, habe hier die beiden Seitenteile schon mal verkleidet. Auf dem Boden muss auch noch was. Und für die Rückwand mache ich mir hier mit diesen Spateln sowas wie eine Rückwand, wenn ihr so wollt. Und zwar habe ich gedacht, ich lege mir das so hin, dass das in der Mitte etwas höher ist. Von vorne würde es dann so aussehen. Natürlich bemalen wir die vorher erst.
bevor wir sie draufkleben. Aber jetzt brauchen wir erstmal die Länge. Und die müssen wir sägen. Also ich lege mir die jetzt so hin, wie sie mir gefallen. Hoffe, mein Augenmaß ist heute nicht zu schief. Und dann zeichne ich mir das hier an. Dann habe ich hier so eine kleine Säge von meinem Mann und einen kleinen Schraubstock. Und mit dem werde ich das jetzt absägen. Ihr habt bestimmt gesehen, dass ich das Nassklebeband natürlich auch wieder distressed habe. Ganz klar. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir das da mit dem Tacky angeklebt kriegen. Jetzt erstmal hinlegen und gucken wegen den Abständen, weil es reicht nicht ganz, dass die Abstände gleich groß sind. Gerade ist auch was anderes. Die klebe ich jetzt da hinten an. Und guck, dass die einigermaßen stimmen. Mit dem Flüssigkleber könnt ihr ja immer noch ein bisschen rutschen. Ja, ich würde sagen, das kann man so lassen. Das wird quasi unsere Rückwand. Wie ihr sicher schon geahnt habt, wird es sowas wie eine kleine Kommode. Und da hinten drüber kommt dann auch nochmal so ein Papier, damit es schöner aussieht für einen schöneren Abschluss. Aber erst malen wir die Spachteln mal an. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich eine Acrylfarbe habe oder soll ich sie einfach so lassen. Ich überlege es mir mal. Ich habe tatsächlich eine Acrylfarbe in Lila gefunden, also Brombeere nennt sich das. Und mit der werde ich die Dinger jetzt anmalen. Und dann passen die mir wieder zu meinem Gesamtbild. Also das mache ich jetzt. Ich male das jetzt von beiden Seiten an. Und wenn es getrocknet ist, klebe ich hinten das Papier über die Spachtel. Und dann zeige ich euch, wie wir hier Griffe an die Schubladen kriegen, denn wenn wir die sonst da reinschieben, dann bleiben die da ja ewig drin und keiner kriegt sie mehr raus. So, während es jetzt trocknet, habe ich hier aus dem Sammelsurium diese kleinen weißen Perlen mir hier rausgesucht. Die haben ein schönes großes Loch, davon 8 Stück. Und dann hatte ich von Doreen Beat solche Brads mit so einer kleinen Pelle oben drauf. Und die haben einen ziemlich langen, hinten so einen ziemlich langen, also ziemlich lange Flügel, nenne ich es jetzt mal. Also wenn ich diese Pelle da drauf stecke. Und dann habe ich hinten immer noch genug Platz, um den Brad umzubiegen.
Und ich habe mir hier bei 1,7 und 0,6 die Mitte von dieser Schublade ermittelt. Und dann mache ich hier mit meinem Piekser dann ein Loch durch. Mit meinem Dotting-Tool oder mit meiner Prickelnadel. Und dann stecke ich den Brett hier rein. Und dann reicht es immer noch von der Länge her, um den hinten umzubiegen. Bisschen festdrücken mit dem Falzbein. Und dann habt ihr hier einen schönen kleinen Griff, mit dem ihr die Schublade nachher rausziehen könnt. Ich kann es jetzt nicht anfassen, sonst touche ich mir hinten in die Farbe rein. Also das mache ich jetzt auch an allen Schubladen. Und dann machen wir weiter. So sieht es jetzt aus. Hier sind meine Schublädchen, die können aufgemacht werden. Innen mit Papier verkleidet. Und so ist es hinten. Und hier der Boden. Ich habe jetzt mal meine Heißklebe scharf gemacht, weil ich habe hier aus diesen kleinen Pellen, die mir die Tanja mitgeschickt hat, vier schwarze rausgesucht. Die möchte ich hier unten als Füßchen noch anbringen. Das mache ich mit dem Heißkleber. Jetzt wollen wir unsere kleine Kommode noch dekorieren. Ich habe schon mal eine gemacht, die zeige ich euch nachher. Die ist schon ein paar Jahre alt. Da habe ich da hinten einen Spiegel angebracht. Aber hier werde ich jetzt dieses Home Sweet Home Herz, dieses Holzherz, und der kleine Knopf war auch bei der Tanja mit drin, werde ich hier hinten hinhängen, quasi an diese Rückwand. Dann habe ich mir hier auch noch von den Perlen welche mit Draht umwickelt. Dieses Blümchen war auch bei der Tanja mit drin. Die werden wir noch hier dran kleben. Das sind alles Sachen, die bei der Tanja hier in diesem Kästchen drin waren. Also dieser kleine Stern hier, diese Sternöse, habe ich einfach einen Draht durchgezogen und habe den gezwirbelt, damit ich einen Stiel habe. Hier das Blümchen war auch drin. Und hier eine durchsichtige Perle. Und die große, die habe ich mal aus einem Set von Ideen mit Herz. Die werde ich als Vase benutzen. Und da werde ich diese ganzen anderen reinkleben. Und werde mir hier als Deko eine Vase mit verschiedenen Blümchen noch mit draufstellen. Was ich gemacht habe aus den Papierherzen. Also hier sind ja alle möglichen ausgestanzten Herzen drin in verschiedenen Farben. Und ich habe mir jetzt hier drei rosane ausgesucht, habe zwei zusammengeklebt, damit es ein bisschen stabiler wird. Und habe aus dem einen in der Mitte so einen Rahmen praktisch rausgeschnitten und da ein Bild von einer Frau hinten dran geklebt. Das könnte man jetzt, habe das hier unten ein bisschen gefalzt, das könnte man jetzt hier als Bilderrahmen so aufkleben, wenn man möchte. Da ich ja aber ein großer Fan von diesen Bronzeelementen bin, bin ich noch am Überlegen, ob ich das wirklich als Bilderrahmen benutze oder ob ich mir nicht so einen Bronzebilderrahmen drauf mache. Weil das werden vielleicht dann zu viele Herzen, wenn hier ein Herz ist und hier noch ein Herz. Das wird alles zu herzig vielleicht. Dann habe ich hier noch einen kleinen Fächer. Das war nur dieser eine, den ich hatte. Den werde ich vielleicht da drauflegen oder noch eine kleine Brille, mal gucken. Und was ich hier noch habe, das ist Papier mit Schrift. Und da mache ich es immer gerne so, dass ich mir die einfach in so kleine Stücke schneide. Auch hier diese kleine Schrift. Und dann schneide ich mir die einfach in so verschieden große Stücke, dass die so wie Briefe oder Postkarten sind. Und dann distresse ich die Seiten.
Und dann lege ich die einfach hier so kreuz und quer übereinander, als würde da so ein ganzer Berg mit verschiedenen Briefen liegen. Und auf die könnte man dann zum Beispiel eine Brille packen, dass es so aussieht, als wenn derjenige, dem diese Kommode gehört, da gerade seine ganze Post durchgesehen hätte, zum Beispiel. Finde ich immer sehr dekorativ. Das werde ich dann noch da drauf kleben, damit, wenn ihr nachher das Fertige seht, ihr wisst, wie das entstanden ist. Also ihr nehmt einfach irgendwas, auf dem Schrift drauf ist, beziehungsweise stempelt euch mit einem kleinen Schriftenstempel. Oder ihr könnt auch die zum Beispiel nehmen, die hier neben auf dem Papier sind. Das sind dann so Ausschnitte mit irgendwelchen Schriften, die würden auch gehen. Oder das hier zum Beispiel, wenn ihr das in kleine Stücke schneidet, dass es aussieht wie Briefe. Und dann gerade so kreuz und quer da drauf legen. Das werde ich dann da noch festkleben. Und dann haben wir es eigentlich schon. Das wäre dann unser zweites Projekt. Dann zeige ich euch noch, wie es fertig aussieht. So, ihr Lieben, fertig ist es. Ich habe unten die Füßchen dran gemacht aus den Perlen von der Tanja. Und habe das Holzherz aufgeklebt und hier die Vase mit den Blümchen, die zerschnittenen Papiere mit der Brille, hinten den Fächer. Hier hatte ich so ein schönes Rähmchen, da hat genauso ein Uhrenkapuchon reingepasst. Die Rose war auch von der Tanja und hier vorne habe ich mich jetzt für einen von meinen Rähmchen entschieden aus dem Bronze und hier vorne noch so zwei kleine Bling-Blings hingeklebt. Und das ist das, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, nach einer Anleitung von der Enid Kessler. Das Video kann ich euch verlinken, wenn es euch interessiert. Da hatte ich noch so einen kleinen Taschenspiegel übrig und da habe ich es halt so gemacht, dass da alles Mögliche raushängt. Also die Schubladen sind schon so voll. Das ist eine andere Variante, wo ihr auch mal was raushängen lassen könnt, wenn euch das gefällt. Das sieht ein bisschen bewohnter aus. Und hier sind zwei Parfümfläschchen noch drauf. Und hier habe ich es jetzt so gemacht. Das wären die Möglichkeiten, die ihr habt mit solchen Streichholzschachteln. Das waren meine zwei Projekte für die Challenge von der Tanja. Und ich werde ganz bestimmt aus diesem Papierblock und diesen Karten und Umschlägen aus diesem Set noch ein Mini-Album machen. Aber das zeige ich euch dann in einem separaten Video. Also die zwei Teile, hier mein Schränkchen und meine Schale. Ich mache euch jetzt noch Close-Ups und hoffe, das hat euch gefallen. Und ich bedanke mich herzlich, dass ihr dabei wart. Ich verlinke euch auch das Video oder die Videos. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie viele Teile es geben wird. Von der Tanja in der Infobox und ihren Kanal. Und guckt auch mal bei ihr rein. Sie macht sehr schöne Sachen und wenn ihr nächstes Mal auch wieder einschaltet, freue ich mich auch über Däumchen, Abos und Kommentare. Bis dahin alles Liebe, bis zum nächsten Video. Tschüssi!